Die Leitwölfin und der Leitwolf waren in der Höhle, als es passierte. Ihr gesamter Wurf hörte einer nach dem anderen auf zu atmen, in aller Stille. Und doch wussten die Elterntiere, dass etwas nicht stimmte. Das leise Fiepen, das Heben und Senken der kleinen Körper beim Atmen setzte eines nach dem anderen aus. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Das ganze Rudel war stolz und glücklich, als sich der erste Wurf seit langer Zeit ankündigte. Es war ein glücklicher Tag für alle Rudelmitglieder, als die Alpha-Wölfin nach und nach 7 Junge zur Welt brachte. Erschöpft lag sie in ihrer Höhle, bewacht von ihrem treuen Gefährten, dem Leitwolf. Doch dann überkam die Meute ein seltsames Virus, beinahe über Nacht. Das Rudel, das unberührt von der Zivilisation tief im Wald lebte, war tagelang außer Gefecht gesetzt und konnte nicht jagen. Doch die ausgewachsenen Tiere waren stark und in der Lage, die mysteriöse Krankheit zu bekämpfen. Die jungen Welpen jedoch hatten keine Chance. Ihr Immunsystem konnte das aggressive Virus nicht aufhalten und nach griff es auf die Organe der Kleinwölfe über. Sie starben in jener Nacht schließlich einer nach dem anderen an dem mysteriösen Virus. Die Wölfin verstand nicht, wie hatte das passieren können. Sie waren das mächtigste Rudel weit und breit. Es wagte sich kein fremder Wolf in ihr Territorium. Ihr Partner und sie hatten ihr Rudel mit Weisheit und Kraft geführt und nach ihr Gebiet vergrößert. Die Meute war auf eine beträchtliche Zahl Wölfe angewachsen. Doch diesen mysteriösen Virus hatten sie nichts entgegenzusetzen. Es war wie ein Albtraum. Am nächsten Morgen stand fest, dass ihre Jungen alle tot waren und kein einziges überlebt hatte. Die Wölfin hatte noch viel Milch übrig. Ihre Zitzen hatten sich für die Aufzucht der Jungprall gefüllt. Ihr Partner, der Leitwolf, trauerte auf seine Weise. Er war als einziger noch stark genug, um auf die Jagd zu gehen und machte sich auf. Mit dem Mut und der Unbitterlichkeit des Verzweifelten war er erfolgreich und brachte reiche Beute nach Hause, obwohl er alleine ohne die Hilfe seines Rudels jagen musste. Doch seine Wölfin verweigerte das Futter. Sie wollte nicht fressen, so stark war ihre Trauer um ihre Jungen. Der Leitrüde brachte jeden Tag Futter, doch sie rührte nichts an. Es schien, als ob ihr Lebensmut gänzlich von der Trauer geschluckt wurde. Der Leitwolf litt mit seiner Partnerin, hatte er sich doch vor langer Zeit mit dem Bund mit ihr entschieden. Es kam vor, dass Alpha-Tiere den Partner wechselten, doch oft war es so, dass sie ein Leben lang zusammenblieben und sich aneinander treu waren, hatten sie sich erst einmal gefunden. Doch er war machtlos gegen die übermächtige Sehnsucht der Mutterwölfin, die ihre Jungen an einer heimtückischen Krankheit verloren hatte. Alle anderen Rudelmitglieder gaben ebenfalls ihr Bestes, um die Alpha-Wölfin aufzumuntern. Nachdem sie alle vom Virus genesen waren, gaben sie sich doppelte Mühe, die feinsten Leckerbissen für die Wölfin zu erjagen. Ein frisch gefangenes Kaninchen, saftige Fasan, zartes Rentier, sie gaben alles, um ihr eine Freude zu bereiten. Doch die Wölfin verweigerte weiterhin jegliches Fleisch. Dabei wurde sie immer schwächer. Es waren bereits mehrere Tage vergangen, seit die Wölfin ihre Jung verloren hatte und sie lag lethargisch in der Höhle, ohne auf ihre Umwelt zu reagieren. Doch auf einmal spitzte sie die Ohren. Sie hatte ein Laut vernommen, ein entferntes Rascheln und ein Fiepen, kaum hörbar, fast wie von einer Maus. Doch das scharfe Gehör eines Wolfes war in der Lage, diese Geräusche auszumachen. Sie drehte den Kopf, um die Richtung des Geräusches ausmachen zu können. Das Geräusch kam aus einer Richtung des Waldweges, wo die Menschen waren. Naturgemäß mied das Rudel dieses Gebiet. Die Wölfin stand schließlich auf, streckte sich und merkte, wie wackelig sie auf den Beinen war, nachdem sie tagelang nichts gefressen hatte. Sie lief mit steifen Gelenken in die Richtung, aus der sie das Geräusch vermutete. Sie zögerte kurz, doch dann durchbrach sie das Dickicht und stand auf dem Waldweg, den die Waldarbeiter und Ausflügler benutzten, um sich im weitläufigen Wald fortzubewegen. Sie entdeckte den Kleinen sofort. Er lag mitten auf dem Weg, vor Furcht auf den Boden gedrückt und wimmerte. Ein kleiner Hundewelpe, vermutlich ausgesetzt von seinen Menschen. Er war zu jung, um sich allein ernähren zu können und war auf den Schutz und die Milch der Mutter angewiesen. Allein in der Wildnis zu sein, bedeutete sein Todesurteil. Und auch, dass ein skrupelloser Mensch ihn sein Schicksal überlassen hatte. Vorsichtig näherte sich die Wölfin dem winzigen Welpen und beschnüffelte ihn. Sofort fing dieser an zu winseln, denn er hatte großen Hunger und war völlig entkräftet.
Die Wölfin wusste nicht genau, was sie tat, doch ihr Instinkt sagte ihr, das Junge behutsam mit dem Maul aufzunehmen und von dem Weg wegzutragen. Sie verschwand mit mehreren behetzten Schritten im Wald und verschmolz mit dem Dickicht. Sie hörte nicht auf zu laufen, bis sie das Lager des Rudels erreichte. Dort brach sie schließlich entkräftet zusammen, nachdem sie das Junge vorsichtig abgelegt hatte. Ihr Gefährte war sofort bei ihr. Die letzten Tage hatten ihr Tribut gefordert und die Wölfin war sehr schwach. Doch jetzt sah sie einen Grund dafür, zu fressen und machte sich gierig über das dargebotene Kaninchen her, das das Rudel im Morgengrauen erbeutet hatte. Nach dem Fressen kroch der Welpe zu der Wölfin, denn er roch die Milch und sucht instinktiv Schutz bei ihr. Gierig fing er an zu saugen und sein ausgemägelter Körper konnte sich endlich entspannen, denn nun wurde er mit allem versorgt, was er brauchte. Es kam wieder Leben in die Wölfin, ihre Augen blickten nicht mehr stumm vor sich hin. Ihr Gefährte nahm mit Staunen wahr, wie die Wölfin nach dem Essen liebevoll den Bauch leckte, um die Verdauung des Kleinen anzuregen. Zwei verlorene Seelen hatten sich gefunden. Auch der Adoptivvater des Kleinen nahm ihn unter seine Fittiche und fing an, ihn in die Weisheit der Jagd und des Überlebens in der Wildnis zu unterrichten. Er war tatsächlich sehr stolz, denn sein Adoptivsohn entwickelte sich schon bald zu einem intelligenten und sehr schnell lernenden jungen Mitglied des Rudels, obwohl er nur ein Hund und kein Wolf war. Bald war kein Platz mehr im Rudel, denn er überholte die gleichaltrigen Jungwölfe um Längen. Dies führte zu einer dauerhaft angespannten Situation, denn er brachte die Rangordnung in der Meute durcheinander. Der Leitwolf hatte keine andere Wahl und musste eine folgenschwere Entscheidung treffen. Schweren Herzens nahm er seinen Adoptivsohn mit auf die Jagd, der eigentlich ein Hund war und kein Wolf. Er hatte vor, ihn zurück zu den Menschen zu bringen, wo er seiner Art entsprechend besser aufgehoben war. Schelmisch sprang der junge Rüde im Dickicht herum und forderte seinen Adoptivvater zum Spielen auf, wusste er doch nicht, wo ihn dieser hinbringen wollte. Erst als sie sich der Siedlung näherten, fiel dem jungen Wolf auf, dass ihm die Umgebung seltsam vertraut und sogar Erinnerung in ihm wachrief. Sein Leitwolf brachte ihn direkt zu einem der nahegelegenen Häuser und befahl ihm, dort zu bleiben. Gehorsam legte sich sein Ziehsohn schließlich auf den Boden und wartete, nicht wissend, was vor sich ging. Der Leitwolf verschwand dagegen langsam im Nebel und machte sich auf dem Heimweg zu seinem Rudel. Seiner Gefährtin hatte er nichts von seinem Plan erzählt. Schließlich öffnete sich die Tür des Hauses und gedankenverloren ging ein junges Mädchen namens Vanya über den Hof. Der junge Hund wollte schon flüchten, doch irgendwas hielt ihn zurück. Überrascht blickte Vanya in seine Richtung. Seit ihr alter Hund gestorben war, lag sie ihrem Vater schon eine Weile in den Ohren, dass sie gern einen neuen Hund haben wollte. Dieser hier war ein ganz besonders schönes Exemplar, ein Husky-Mischling und wenn er auch noch etwas scheu war, blickte er sie aus wachen, freundlichen Augen an. Ihr Vater erkannte sofort, dass er einen wunderbaren Jagdhund abgeben würde. Er konnte sehen, was andere Hunde nicht sehen konnten, er konnte hören, was andere nicht hörten. Er spürte die Beute in den abgelegensten Regionen auf und hetzte sie, bis sie aufgaben und er sie erlegen konnte. Außerdem bewegte er sich völlig sicher in den dichten Wäldern, ohne sich zu verirren. Es versteht sich von selbst, dass dieser junge Hund auch so furchtlos war wie kaum ein anderer. Vanyas Vater Peter legte große Werte darauf, seine Tochter in der Jagd auszubilden. Deshalb beschloss er, ihr die Kunst des Hasenjagens beizubringen und nahm sie eines Tages mit auf die Jagd. Sie begaben sich in den Wald und auch hier bewegte sich der junge Hund mit traumwandlerischer Sicherheit. Fand jede noch so schwache Spur der scheuen Wald- und Wiesenbewohner. Es war beinahe so, als ob er die Menschen anleitete und nicht andersherum. Doch plötzlich erstarrte er und stand stocksteif da. Vor ihm auf einer kleinen Lichtung stand ein riesiger Wolfsrüde, der sie unverhohlen anstarrte. Auch der junge Husky-Mischling war alarmiert, bis ihm der Geruch seines Gegenübers in der Nase wehte. Er erkannte in ihm seinen Adoptivvater, der ihn vor langer Zeit aufgezogen hatte. Im Dickicht bewegte sich etwas und auf die Lichtung kam seine Adoptivmutter. Sie erkannte ihn sofort und trotz der großen Scheu, den die Wölfe vor den Menschen hatten, kam sie schwanzwedelnd und winselnd auf ihn zu. Sie leckte ihm lefzend, so sehr freute sie sich, ihn zu sehen. Peter und Vanya waren verdutzt und zogen sich instinktiv ein paar Schritte zurück. Sie hatten mit einem Kampf zwischen Hund und Wölfen gerechnet, weil sie sich auf Wolfsterritorium befanden. Doch dieser blieb aus. Stattdessen spielte vor ihren Augen eine Familienzusammenführung statt.
Diese wahre Geschichte zeigt, dass wir Wölfe nicht als wilde, unberechenbare Kreaturen sehen sollten, sondern als liebende Wildtiere mit eng familiären Bindungen. Wie hättest du reagiert, wenn du einen riesigen Wolf im Wald getroffen hättest? Hinterlass uns gerne einen Kommentar. Bis bald.